Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind natürlich noch einmal auf der Nexus und legen direkt los und reden mit Sid. Gut, dass Sie hier sind, Ryder. Ich habe etwas entdeckt, während ich für die Nexus die Kommunikation überwacht habe. Es gab mehrere Angriffe irgendwelcher Leute, die drei Säbel genannt werden. Sie greifen Außenposten und Versorgungsschiffe an. Okay. Das wirklich Beunruhigende ist aber, dass sie offenbar über unsere Operationen Bescheid wissen. Insider. Als würde sich jemand mit Informationen versorgen. Haben wir einen Maulwurf? Soll das heißen, Sie haben einen Insider? Vielleicht. Und das wäre ziemlich übel, oder? Mhm. Ich habe es gemeldet. Und Sie sagen auch, Sie würden dem nachgehen. Doch dann vergessen Sie es wieder. Aber Sie sind der Pathfinder. Wenn jemand die Nexus verrät, müssen Sie etwas dagegen unternehmen. Ja. Ja, ich sollte dem nachgehen. Du hast recht. Wenn diese Leute wirklich von unseren Operationen wissen, wäre das ein ernstes Problem. Ich sollte dem nachgehen. Danke. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Sie sind echt der beste Pathfinder aller Zeiten. Ich weiß nicht, wo Sie sich verstecken, aber ich habe die Nachpunkte Ihrer letzten Überfälle. Vielleicht können Sie ja mit den Scannern der Tempest rausfinden, wohin Sie sich danach zurückgezogen haben. Mhm. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Wenn wir denn wieder unterwegs sind, im All, mit dann auf dem Wohndeck. Okay, wir werden aber jetzt trotzdem erstmal mit ein paar Leuten hier quatschen. Zum einen mit Kendros, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Die Familien wurden aus der Stase geweckt. Ich weiß das, weil Apex jetzt kleinere Rationen hat. Meine Entscheidung steht, Kandros. Und jetzt glauben alle, eine Demo sei der Weg, wie man hier Ziele erreicht. Entschuldigen Sie mich. Ja, Sajax, was hast du noch zu sagen? Ihre Bitte um Nachschub ist eingegangen. Hätten Sie mal kurz Zeit? Ja? Lieutenant Sajax, richtig? Genau. Ich stelle gerade Apex-Teams zum Schutz der Leute und Aktivposten zusammen, die sie da draußen zum Einsatz bringen. Mhm. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet und könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Mhm. Direkte Erfahrung ist alles. Es gibt keinen Ersatz für die Erfahrung am eigenen Leib. Das stimmt, aber ihre Erkenntnisse über die Arschlöcher da draußen wären eine große Hilfe. Sie werden sehen, Apex wird etwas bewirken. Okay. Boah, da juckt die Nase. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall auch mal eine Runde zu Ten. Denn wir haben ja hier auch noch, bei Ten gibt es offensichtlich auch noch eine Quest. Oder vorm Büro, ich weiß es gar nicht genau. Ja, wohl eher im Büro. Schön, Sie zu sehen. Ja, hallo, hallo. Es ist einfach nicht fair. Die Völker der Initiative Sellers. Hallo. Entschuldigen Sie, Pathfinder. Aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Mein bester Freund wird seit dem Aufstand vermisst. Oh. Erzählen Sie. Er war mit einer Frau zusammen, die ins Exil geschickt wurde. Sie war besessen von ihm. Und ich bin sicher, dass sie ihn entführt hat. Die Machthaber glauben das nicht. Und es ist ihnen auch egal. Sie sagen, dass er wahrscheinlich freiwillig gegangen ist. Hat er sie geliebt? Die Liebe kann uns zu allem Möglichen bringen. Er hat sie nicht geliebt. Es war nur eine Affäre. Die Initiative hat ihn zum Verräter erklärt. Ich will nicht, dass ihm dieser Makel anhaftet. Ich will seinen Namen reinwaschen. Sanjeev Clement. Die Frau heißt Delaney Rose. Sie muss ihn nach Kadara verschleppt haben. Pathfinder, diese Namen passen zu einem Log, das wir gefunden haben. Okay. Clement wollte fliehen und Rose hat ihn getötet. Oh. Wir wissen bereits, was passiert ist. Tut mir leid, Ihr Freund hat es nicht geschafft. Ich wusste es. Armer Sanjeev. Es ist nur ein kleiner Trost, aber ich habe die entsprechenden Daten an Direktor Ten weitergeleitet. Sanjeevs Ruf wird wiederhergestellt. Das ist schön. Ich hatte bereits meinen Frieden mit dem Gedanken gemacht, ihn nie wiederzusehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Direkt eine Quest bekommen und direkt gelöst, weil wir den, das Datenpad schon gefunden haben, quasi. Das ist ja auch nicht schlecht. Hey, Ryder. Hey, Cora, wo ist denn... Ach, Ten da oben.
Angara haben von den Völkern der Milchstraße nichts zu befürchten. Aber haben sie uns denn etwas anzubieten? Unsere Weisheit, unser Wissen? Davon haben wir selbst genug. Natürlich. Und sie haben außerdem Nahrung, Wasser, alles, was man zum Leben braucht. Ah, wir kommen langsam zum Kern der Sache. Ich würde gerne die Grundlagen für eine Handelsbeziehung zwischen unseren Völkern legen. Womit könnten sie denn handeln? Nun ja, mit Weisheit und Wissen. Wir werden es in Erwägung ziehen. Einen schönen Tag noch. Ja, das hat ja super geklappt. Wie ich sehe, haben ihre Wege sich mit denen von Sloane Kelly und den Exilanten gekreuzt. Aha. Ein tiefer Stachel in unserem Fleisch. Jede Münze hat zwei Seiten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nach Andromeda gekommen ist, um so zu leben. Die Nexus hatte daran auch ihren Anteil. Es geht um die Zukunft, Ryder. Was für eine Zivilisation werden wir in Helios begründen? Eine, die in Anarchie abgleitet? Oder eine, in der Recht und Ordnung herrschen? Ich will Letzteres. Sloane Kelly und ihre Meuterer haben sich anders entschieden. Haben Sie noch weitere Anliegen? Nö. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Stets zu Diensten. Okay, dann hier nur ein kleiner Plausch über die Exilanten. Nicht mehr. Mal ganz kurz was gucken. Was ist eigentlich Korras Quest? Ach genau, die Arche der Asari, natürlich. Naturellement. Okay, mit Edison haben wir gequatscht, die hat nichts zu melden. Dann sind wir jetzt hier in der Kommandozentrale auf jeden Fall fertig. Was ich jetzt machen will, bevor wir hier mit Dan auf dem Wohndeck reden, da muss ich husten, sorry. Ich will zu Sam. Wo ist Sam? Ist Sam Habitationsdeck? Wir gucken mal. Kryostation gehen wir auch nochmal vorbei und gucken, ob es da was Neues gibt. Um den Verlust von Gian Garson groß. Die Gründerin der Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. Wie sie hier immer noch von eine offizielle Ehrung von Gian Garson reden, also immer und immer und immer wieder. Bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Ohne Gian wären wir nicht hier. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, zu überleben, bevor wir feiern können. Das war HLS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ja, HLS geht mir ein bisschen auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Atrium, da hinten müssen wir uns treffen. Familiengeschehnisse der Riders. Ja, genau da wollen wir hin. Zu Sam. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Jetzt bin ich sehr gespannt. Spiel die Erinnerung ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt, wie Alec zum ersten Mal von der Initiative erfuhr. Es dauert nur einen Moment. Hallo, Alec. Ich bin zu alt für Spielchen. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und bin hier. Wer sind Sie? Ein Wohltäter, wenn Sie so wollen. Haben Sie ein Angebot für mich? Zukunft. Ziemlich vage. Eine Zukunft für Ihre Frau. Sie haben kein Geld mehr, keine Kontakte. Sie können Sam nicht fertigstellen. Woher wissen Sie? Ich kann Ihnen helfen, was immer Sie brauchen. Sagen Sie mir erst, was Sie brauchen. Ihre KI kann nicht nur Ihre Frau heilen, sondern auch die Rettung für viele andere sein. Ich verstehe nicht. Wo wir hingehen, brauchen wir eine andere Perspektive, um Dinge zu verstehen. Wo ist das? Die Andromeda-Galaxie? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Und Alan hat nicht viel Zeit. Sind Sie interessiert? Okay. Wer war das? Der Wohltäter. Ich glaube, die Andromeda-Initiative war mehr, als die Öffentlichkeit wusste. Private Loks sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Vielleicht bringen sie neues Licht in die Sache. Ja. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Dann hören wir uns oder gucken wir uns die natürlich auch noch an.
Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag ihrer Mutter. Es war ein guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Alec. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Mom. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Ihr habt so viel Potenzial. Und vergesst nicht, verliebt euch mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec, aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst? Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Vergiss das nicht. Sei stark. Nie so stark wie du. Ich liebe dich, Alan. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Das war eine ziemlich heftige Erinnerung, muss ich ja mal sagen. Eine sehr traurige Erinnerung. Alles endet irgendwann. Und insbesondere, das ist das Einzige, was auf dieser Welt sicher ist, dass das Leben eines jeden irgendwann endet. Alles endet. Das Leben, Sterne, Galaxien. Irgendwann stirbt alles. So läuft es eben. Und dennoch scheint dieser Glaube vielen organischen Lebensformen als eine Art Motivation zu dienen. Er ist der Grund für deine Existenz. Dad hatte gehofft, du könntest sie retten. Und ich habe versagt. Der Tod lässt sich nicht betrügen. Wer Final Destination kennt, die Filmreihe, ja, da wurde auch gezeigt, dass man den Tod nicht betrügen kann. Niemand kann den Tod besiegen. Du nicht, mein Vater nicht. Es war Schicksal. Und dennoch habe ich paradoxerweise in diesem Moment das Leben besser verstanden. Inwiefern? Die Tiefe der Gefühle, die ihr Vater für Alan empfand. Er hat sie nicht oft gezeigt. Ein Umstand, den er bedauert hat. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Ich hoffe doch sehr, dass die zusätzlichen Erinnerungen da noch mehr für Aufklärung sorgen. Aber jetzt haben wir hier erstmal neue Logs freigeschaltet. Die wollen wir uns natürlich noch anschauen. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Wohltäter. Treffen mit Wohltäter. Ich hatte gestern ein merkwürdiges Treffen. Ich dachte, es wäre mit Gian Garson, der Gründerin der Initiative. War es aber nicht. Gian ist die Visionärin. Sie begeistert alle für das Projekt und sorgt für Publicity. Aber offensichtlich beschafft dieser Wohltäter Ressourcen und Geld. Und zwar viel Geld. Das Ganze ist ungewöhnlich, aber das gilt für alles an diesem Projekt. Interessant. Ich frage mich, ob Direktor Tan darüber irgendwas weiß. Ich sollte mal mit ihm darüber reden. Wer das wohl sein kann? Annahme des Angebots. Ich habe das Angebot der Initiative angenommen. Sie nennen mich einen Pathfinder. Es gibt keine andere Option mehr.
Ohne sie wird Sam niemals Realität. Unsere Ersparnisse sind verbraucht und niemand ruft mich zurück. Ich bin ein Paria. Irgendwas an diesem Wohltäter ist seltsam. Aber Alan geht es schlechter. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Okay, andere Logs. Da ist nichts mehr. Was ist hier mit dem Audioausschnitt? Nee, das haben wir uns angehört. Okay. Dann reden wir jetzt. Wir bleiben an der Quest dran. Und reden mit Ten. Ich will nämlich jetzt tatsächlich wissen, ob er irgendwas über den Wohltäter weiß, weil ich selber unglaublich neugierig bin, wer dieser Wohltäter wohl sein kann. Es würde mich jetzt wundern, wenn es zum Beispiel so einfach wäre, weiß nicht, was mir eben ganz kurz in den Kopf geschossen ist, dass es vielleicht doch irgendwo der Unbekannte war. Mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Also Cerberus. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale. Aber das wäre zu. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Zu einfach, zu offensichtlich. Und vielleicht auch zu. Na, langweilig kann man nicht sagen, aber ja, nicht überraschend genug. Hey, Cora. Hey, Ten. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Geheimnisvoller Wohltäter. Nur aus Neugier. Was wissen Sie über die Unterstützer der Initiative? Nur das, was alle wissen. Gian Garson war die Gründerin und hatte die Vision. Unglücklicherweise starb sie während der Geißelkatastrophe auf der Nexus. Gibt es sonst noch jemanden? Ich wünschte, es wäre so. Eine Stimme, die das Gesindel zum Schweigen bringt. Dann würde Cash vielleicht zuhören. Aber nein, wir sind allein. Warum fragen Sie? Es gibt jemand anderen. Sagen wir ihm die Wahrheit? Ja, sagen wir. Ich habe Informationen, die darauf hindeuten, dass Garson nicht die Einzige war. Was für Informationen? Das ist kompliziert. Aber es gab einen stillen Partner. Einen Wohltäter. Selbst wenn das wahr wäre. Wir sind jetzt schon 14 Monate hier und haben noch nichts in der Richtung gehört. Dieser Partner ist entweder ein Geist, verschollen oder tot. Nein, Gian Garson war unser Leuchtturm. Schon traurig, wenn jemand von so großer Bedeutung ganz alleine sterben muss. Oh. Überall herrschte Chaos. Als man sie fand, war sie bereits tot. Ihren Verletzungen erlegen. Gab es eine Untersuchung? Wurde der Fall untersucht? Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Stase. Aber die Geißelkatastrophe brachte so viel Zerstörung. Der Tod war überall. Falls Sie andeuten wollen, dass etwas anderes passiert ist, Ryder, würde ich es begrüßen, wenn Sie es nicht täten. Wir brauchen nicht noch mehr Verwirrung und Unruhe. Danke für Ihre Zeit. Aber wenn, Ryder, da wenn was Sie das weiterverfolgen wollen, könnte ein Zugriff auf die Sicherheitsunterlagen der Nexus mehr Informationen zutage fördern. Momentchen mal. Die Quest wollen wir jetzt erstmal weiterverfolgen. In den Unterlagen der Nexus nach Informationen über Gian Garsons Tod suchen. Das machen wir auf jeden Fall. Denn, ja, ich weiß nicht, habe ich den Satz zu Ende geführt? Ich weiß nicht. Wenn es da keine Untersuchung gab und wenn wir Zweifel haben, dass tatsächlich das passiert ist, was alle sagen, was passiert ist, dann untersuchen wir das natürlich. Ohne Frage. Okay. Wonach suchen wir, Sam? Alle Informationen, die etwas mit Gian Garsons Tod zu tun haben. Okay, dann mal los. Vermisstenmeldung, Gian Garson, Akte 1A98. Die Gründerin der Andromeda-Initiative, Gian Garson, wurde als vermisst gemeldet. Sie wurde zuletzt während der Notfall-Stase-Aufhebung gesehen, die nach der Geißelbegegnung durchgeführt wurde. Es wurde eine Suchmeldung herausgegeben. Okay, Garson-Ermittlung geschlossen. Akte 1A98, Ergänzung. Aktualisierung zur Vermisstenmeldung zu Gian Garson. Die Wartungscrew fand ihre Leiche in einem der Apartments auf der Nexus. Sie wies schwere Verbrennungen auf, ähnlich wie die Leiche anderer Personen, die während des Geißeldesasters getötet wurden. Es ist unklar, wie die Leiche dorthin gelangt ist. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Garson durch das Geißelereignis verwirrt und desorientiert war. Die Ereignisse passen zum zeitlichen Ablauf.
Todesursache Opfer des Geißeldesasters. Status Fall geschlossen. Die einzige echte Tatsache ist, dass ihre Leiche in einem der Apartments gefunden wurde. Dann ist die Verbindung ihres Todes mit der Katastrophe durch die Geißel reine Spekulation. Richtig. So sieht's nämlich aus. Sie wollten die Sache unter den Teppich kehren. Oh, jetzt habe ich das unterbrochen. Sorry. Da war ich zu schnell. Aber ja, wenn sie in dem Apartment gefunden wurde, dann heißt das noch lange nicht, nur weil sie ähnliche Verbrennungen aufweist, dass sie tatsächlich Opfer der Geißel war. Ja, laber doch einfach wieder alle tausend Sachen durcheinander, weil es toll ist. Händler und hier der Radiotypi und wer die noch alles quatscht hier. Macht doch alle mal. Meine Fresse, ey. Also das nervt mich extrem. Hier wurde Garstens Leiche gefunden. Aber auch... Wonach suchen wir? Wenn Sie den Raum scannen, ermöglichen uns die Umgebungsdaten vielleicht die Rekonstruktion des Hergangs. Okay, sowas nervt mich aber in allen Rollenspielen, wenn zu viele Leute durcheinander quatschen. Ich weiß, dass das schwer oder schwer bis gar nicht zu vermeiden ist, aber es ist doch sehr, sehr störend. Und gerade hier in dem Fall, eben hatten wir, glaube ich, sogar drei Personen, die durcheinander gequatscht haben. Aber das geht halt gar nicht, da wirst du ja irre. Was kann ich denn hier nur scannen? Da! Das war kein Unfall. Sie wurde ermordet. Die Tat hat sich vor mehr als einem Jahr ereignet. Der Mörder ist wahrscheinlich längst über alle Berge. Ja, aber Moment mal. Dieser ganze Bereich war damals abgeriegelt. Er wurde erst nach der Ankunft der Hyperion geöffnet. Was wollte Garson überhaupt hier? Vielleicht wäre ein weiterer Scan des Raums angebracht. Ich habe so meinen Verdacht, wer das sein könnte, aber ich sage ihn mal noch nicht. Gian Garson und eine weitere unbekannte Person waren anwesend. Ich sag's natürlich, ich glaube, das ist Spender. Ich glaube, der hat da irgendwas mit zu tun, die Sau. Eine Geheimtür. Ihr Kruzifix, wo führt die denn hin? Was haben wir denn hier? Interessant, ein Datenpad. Hier spricht Gian Garson. Ich habe nicht viel Zeit. Ich verstecke mich seit unserer Ankunft in den abgetrennten Bereichen der Nexus. Jemand will mich töten. Und jetzt höre ich sie unten in den Hydrokulturen. Sie kommen. Ich habe alles, was ich weiß, in meiner VI im Kulturzentrum gespeichert. Dieses Log enthält den Code. Und was auch passiert. Oh Gott, sie sind vor der Tür. Wow. Das ist echt heftige Scheiße. Aber hallo, ja, sehr beunruhigend. Ich habe den Code für den VI-Kiosk, den sie erwähnt hat. Wie cool ist denn diese Quest, bitte? Garson-Notizen. Eintrag 1.1, 2819, was auch immer die Zahl heißt. 2179, einmal erwähnt, ein Sturm kommt. Sagte, Beweise sind eindeutig. Heißt, Andromeda, warum? Hyperion, immer noch kein Kontakt. Wo ist Alec? Haben sie ihn auch erwischt? Oh, das waren aber ganz schnell hingekritzelte Notizen, die ich mir jetzt noch nicht wirklich, wo ich mir jetzt noch nicht wirklich einen Reim drauf machen kann. Aber wir müssen ins Kulturzentrum. Wo war das? Das war doch auch hier. Ja, hier, genau. Cultural Exchange. Und wir helfen ihren Wachen, ihre Waffen zu verstauen. Bewaffnet sind sie mir lieber. Sie verstehen doch. Oh, Pathfinder. Das ist der Leiter der Angara-Delegation. Hallo. Die Retterin der Mushai. Sie ist voller Lob für sie. Ich bin Aisa de Navarre. Spanier? Das ist ein historischer Tag. Willkommen, Botschafter. Der erste offizielle Besuch der Angara ist ein historischer Tag. Mal sehen, wie er bewertet wird. Ich habe dem Botschafter gerade erklärt, dass bewaffnete Wachen hier unnötig sind. Stimmt etwas nicht, Botschafter? Kommen Sie bitte, Pathfinder. Aber ich will, aber nein, ich will, hallo? So viel Leben. Unterschiedlich, aber vereint. So wie es hätte sein können. Vor 75 Jahren waren wir verstreut.
wollten einen Neuanfang nach der Geißel. Dann kam die Kette. Fremdes Leben. Es war monumental. Aber sie betrogen und versklavten uns. Sie müssen verstehen, dass ich vorsichtig bin. Selbstverständlich. Ihr Volk hat viel durchgemacht, Botschafter. Ich wäre auch vorsichtig. Trotzdem beweist Ihre Initiative, dass es auch besser geht. Ich will an dieses Bündnis glauben, Pathfinder. Die Moschei sagt, Sie sind ehrbar. Helfen Sie mir, ihnen zu glauben. Die Kett hassen uns, reicht das? Im Moment kümmern die Kett sich um uns, die Neuankömmlinge. Das hilft den Angara. Sie beschäftigen sie für uns? Hey, es passiert sowieso. Dann kann es auch jemandem nutzen. Sie werden ihre Waffen ihrer Miliz übergeben, falls das ausreicht. Danke. Wir enttäuschen Sie nicht, Botschafter. Pavor Sejav Jaravon, Pathfinder. Jo. Willkommen in Andromeda. Vielen Dank. So, jetzt aber nochmal, das will ich in der Folge noch machen, zumindest noch die VI untersuchen hier von Garson. Hallo Nachbar, ich bin Gian Garson, die Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mehr über unsere Pläne erfahren. Aber danke, dass Sie Geheimnachricht. Sam, können wir uns die Nachricht anhören, von der Garson gesprochen hat? Wird freigeschaltet. Ich leite sie auf ihren Privatkanal um. Danke. Seit Jahren hatte die Initiative einen stillen Partner. Die Wahrheit ist, mir ging das Geld aus. Dann tauchte ein Wohltäter auf. Ich stellte keine Fragen. Ich traf ihn nie persönlich. Das war ein Fehler. Ich habe alle belogen. Etwas Großes sorgte für Angst in der Milchstraße. Und jetzt werden 100.000 von uns nach Andromeda geschickt. Ich hoffe, es ist zu unserem Besten, aber... ich habe meine Zweifel. Und ich glaube, dass ich jetzt aus dem Weg geräumt werden soll. Alec Ryder und ich hatten dafür ein Codewort. Fulcrum. Vielleicht hat er mehr herausgefunden. Was soll das heißen? Etwas Großes in der Milchstraße. Okay. Vielleicht enthalten die blockierten Erinnerungen ihres Vaters die Antwort darauf. Er könnte mehr gewusst haben. Ja, ich werde sie wohl weiter freischalten müssen, um sicher zu gehen. Sie hat sich außerdem erkundigt, ob wir einigen Dann sind wir an dieser Stelle erstmal mit dieser Quest soweit. Ja, weiter geht's nicht. Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge noch mit Dan auf dem Wohndeck treffen und werden dann wieder uns wahrscheinlich nach Kedera begeben. Vielleicht gibt es da ja dann schon den entsprechenden Ärger, den wir brauchen, damit das da weitergeht. Das werden wir alles sehen. Ich sage bis hier, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.